Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Wind Waker HD. Mein Name ist Lockezeit und letzte Folge ist unsere Schwester entführt worden. Ah, warum? Das ist ein Problem. Und ja, da sind ein paar Piraten auch angekommen und die haben diese kleine Kollegin mit meiner Schwester Ariel verwechselt und das ist ein großes Problem und jetzt muss ich es retten. Also, du, hey Kleiner, du hast also sozusagen bei uns an? Sehr gut, als du rangierst du nämlich sogar noch unter mir. Hurra, jetzt muss ich nicht mehr die ganze Zeit das Deck schrubben. Yay, Freude, oder? Hey, kommt so. Ah, ich fass es nicht. Was soll das gut sein, so einen kleinen Knilch für dich an Bord zu haben? Also echt, der Captain ist schon manchmal so eine launische Frau. Kleiner, wenn du an Bord unseres Piratenschiffes gehen willst, musst du dich auch mit festem Entschluss tun, ein richtiger Pirat zu werden. Wenn du also unterwegs rumhörst, dass du von Bord willst oder dergleichen, dann schmeiß ich dich persönlich als Haifuschfitter über die Reling, klar? Okay, Angst. Okay. Captain? Na, der Schilder hat aber auch schon bessere Tage gesehen, was? Ob dir wohl noch zu gebrauchen ist? Naja, er wird schon seinen Zweck erfüllen. Also dann, stechen wir ihn ziehen. Bist du bereit? Naja, hier ist wieder mal ein klassischer Point of No Return, sagt man ja. Dann verabschiede dich für eine lange Zeit von dieser Insel. Aber ich bin bereit. So stechen wir in See. Son Goku, viel Glück! Rette deine Schwester Ariel! Und pass gut auf dich auf! Bye! Das ist... Oma... Bist du irgendwann mal fertig mit Winken? Wenn ich dich so sehe, frage ich mich, ob es nicht vielleicht das Beste wäre, du würdest die ganze Sache nochmal überlegen und von Bord gehen. Ah, glaub mir, bald bist du völlig mit den Nerven und von Heimweh zerfressen. Sei vernünftig, überlege es dir nochmal. Noch ist es nicht zu spät, um zur Insel zurückzukehren. Nope. Schwester, wichtig. Okay. Son Goku, laufe nicht so planlos rum, du behinderst hier nur alle. Ich habe dich Nico zugeteilt, also geh unter Deck und frag ihn, was du tun kannst. Okay. Gonzo. Ja, schau mal drauf, noch nun. Aber wenn du herumstehst, kann ich mich gar nicht auf meine Arbeit konzentrieren. Die Leine, Kleiner. Solltest du hier unter Deck zu Nico bringen? Ja, okay. Hey du bist Apu-Mann. Mann, ein echter Glücksfall für Nico. Ganz unten in der Mannschaftsrangliste hat man es ganz schön ziemlich schwer, ja. Nico scheint regelrecht begeistert, dass er jetzt nicht mehr das letzte Glied in der Kette ist. Sein Obermatrose würde es dir bestimmt nicht leicht machen, genau. Aber wenn du gute Miene zum bösen Spiel machst, dann wird es schon nicht so schlimm werden. Genau. Okay. Gute Miene zum bösen Spiel. Hey, das Katapult, mit dem der Vogel beschossen worden ist. Hey, du. Ja, Son Goku. Ein echter Held. Komisch gewandt hast du da an. Ist das auf eurer Insel gerade der letzte Schrei oder so? Ja, irgendwie. Er kennt die Legende. Woher kennt der die Legende? Egal. Auf dem Schiff gibt es übrigens auch nicht so viel Wiederkehrungsoptionen. Also schau mal das Ganze jetzt gleich einmal an, weil ja, dann. Ja, man hat nicht so viele Chancen, sagen wir so. Hey du! Kleiner, du störst. Sofort wieder runter mit dir. Okay, bye bye. Sofort runter.
Kann ich da eigentlich Fallschaden erleiden? Ich hab's jetzt in der Mitte kurz abgebrochen, aber... Naja, egal. Hey du, wie geht's? Oh, nicht so forsch, das hier ist Captain Tetras Kajüte, das geht doch nicht. Selbst wir dürfen da an der Jubeljahre mal rein. Das wohl keiner da. Das ist klar, dass Fremde überhaupt keinen Zutritt haben. Tja, so ist das. Aha, okay. Gib's doch zu, du wunderst dich bestimmt, wieso Captain Tetra hier der Captain ist, wo sie doch noch so ein junges Ding ist. Ja, schon irgendwie. Bis jung ist schon. Gut, ich verrate dir mal was, aber nicht weiter sagen. Versprochen? Jung sieht Captain Tetra zwar schon aus, aber sie ist bereits stolze 35 Jahre alt. Irre, was? Ach Quatsch, jetzt lass ich dich nicht von mir so foppen. Aber unser Captain war plötzlich nicht mehr da und Tetra wurde kurzerhand zum Captain anstelle des Captains. Puh, obwohl sie noch so jung ist. Doch, sie war dem alten Captain eben was schuldig. Jedenfalls hat die ganze Besatzung Respekt vor ihr als Captain und folgt ihr die Johall ohne zu murren. Respekt hat nämlich nichts mit dem Alter zu tun, aber du verstehst das vielleicht noch nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich möchte aber da trotzdem hineinschauen. Könnt ihr da hineinschauen? Ah, ich seh nix. Seht ihr da was? Da ist ein Bild, aber ich kann nicht erkennen, was da drauf ist. Okay, die Kajüte ist vielleicht für einen anderen Tag. Du musst Nico sein. Hey, naja, ich bin ab heute dein Obermatrose, kapiert? Also, hör auf das, was Nico dir sagt, und wir werden uns bestens verstehen. Also, als erstes machen wir den Aufnahmetest, wie sich das für einen neuen gehört, kapiert? Also, sieh mal genau zu, wie ich's mache und schau dir tüchtig was ab, kapiert? Okay. Den Schalter hier betätigen. Ja, ist klar. Ich weiß, wie man Schalter aktiviert. Ah, die Plattformen farmen dann von unten auf und du musst auf sie drauf springen. Kein Problem. So. Ah, cool. Mhm. Die ist ein bisschen weit weg. Ja, stimmt. Aber es gibt da natürlich einen Trick. Oho, wenn man an ein Seil springt, kannst du dich mit dem festhalten, schwingen und loslassen. Okay. Easy. Cool. Allerdings bleiben die Plattformen nicht ewig rum, also musst du dich schon ein wenig beeilen. Kapiert? Ja, kapiert. Moment, wie hast du das geschafft? Zeitraum-Continuum oder was? Bis du es hier schaffst, brauchst du mindestens ein Jahr Übung. Naja, wenn du es schnell schaffst, würde ich dich verloben. Also, häng dich rein. Okay, dann hängen wir uns rein. Der Schalter ist ja schon aktiviert worden, das passt. Und los. Ein Jahr Übung. Das Ganze mit dem Timer stimmt übrigens. Also, wenn man wirklich zu lange braucht, dann sind es irgendwann einmal weg, die ganzen Plattformen. Das wäre natürlich nicht schön und so. Ganz klarerweise, man kann die Plattformen auch überspringen, aber ja, First Try, was sonst? Ich hab dich wohl unterschätzt, aus dir wird vielleicht doch mal ein guter Matrose, wie ich das bin. Ob ich ihm wohl das einfach so geben kann? Ach, ich weiß, wird schon passen. Also, die Schatzkiste da drüben ist für dich. Kleine Anerkennung von deinem Obermatrosen Nico sozusagen. Nimm deinen Schatz besser schnell, bevor noch die anderen kommen. Schätze. Für mich? Ich bin ja der Neuling. Okay, das sage ich nicht nein. Ganze Kiste. Nice. Und da sind Rubine drinnen. Aber die zerstöre ich jetzt nicht alle. Weil der Schatz ist viel wichtiger. Es ist nämlich ein kleiner, aber feiner Beutetasche. Ich würde mit was anderem gerechnet. Ah, das kriege ich ja später, richtig. Die Beutetasche. Ja, und es gibt 8 verschiedene Beute-Items. Und ja, die kriegt man halt so hin und wieder. Oh, echt? So schnell? Wow, okay, vermutschne Bastion, ich komme. Hey du, Nico. Ach, nö, ich wollte dir noch so viel beibringen. Naja, ein andermal. Sobald du mit deiner Sache fertig bist, komm doch wieder mal bei mir vorbei. Okay. Werde ich machen, werde ich machen.
Ha, die Musik. Ah, ich drasche wieder durch. Ich darf nicht durchdrehen. Aber cool war es schon, gell? Moment, irgendwas. Töpfe. Mehr Töpfe. Nice. Okay. So jetzt sieht glaube ich aus. Hey du, ja, werde ich mal ansehen. Okay. In der verwunschenen Bastion. Dunkles und Nacht. Hey, Son Goku, hier, hier bin ich. Ah, oben. Okay. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Die verwunschene Bastion. Oh, Vollmond haben wir auch. Nice. Und schöner Sternenhimmel. Sirla, Captain. Was treibst du bloß so lange mit Nico? Ihr werdet doch nicht irgendwas um einen Schatz oder so gewettet haben, oder? Hm. Aber wie auch immer, sieh mal. Das ist sie, die verwunschene Bastion. Nicht schlecht. Früher war das hier nur der Unterschlupf einer Bande feindlicher Piraten. Der Vogel. Aber jetzt scheint es da ja wirklich gefährlich geworden zu sein. Mhm. Sieh mal da. Da drüben. Wo? Wo? Da drüben, das Fenster da. Aha. Fenster? Ja, und schön. Die Möwen. Ariel. Ich vermute mal stark, dass sie da oben deine Schwester gefangen halten. Die Bewachung scheint aber ziemlich streng zu sein. Die finden uns noch, bevor wir über deinen Fuß an Land setzen. Das ist ein großes Problem, ja? Wie stellen wir das wohl am schlauesten an? Hä? What? Aber Problem? What the fuck? Nun mach doch nicht so einen Aufstand. Ein paar Apfel muss man bei solchen Unternehmungen eben bringen. So ist es halt. Son Goku, was treibst du? Komische Geräusche. Außerdem ist die Sache völlig ungefährlich. Wir machen das schließlich ständig. Also, ist alles bereit? Oh Gott, Angst. Lass ihn ordentlich durch die Luft sausen. Ich will einen Flug nach Vorschrift ziehen. 3, 2, 1. Bye bye. Holy shit. Au. Okay, ich lebe noch. Die verwunschene Bastion. Es beginnt. Okay. Nice. Tritschnuss. Frechheit. Okay. Wow, what the? Oh nein, dein Schwert. Tut mir leid, da haben wir wohl etwas daneben gezielt. Hahaha, das schaust aber auch dumm aus der Wäsche. Der Stein, den ich dir vorhin heimlich zugesteckt habe, ist das nicht bloß irgendein Stein. Worte sind noch heute schwierig. Mit seiner Hilfe kann ich sehen, was du gerade so treibst. Wo ist Armin auf dem Klo bin? What? Wie du siehst, können wir sogar kommunizieren. Also drücke den Knopf, wenn dieser so aussieht. Okay. Mhm. Ja, ich gebe dir schon wieder. Dann mal los. Frisch ans Werk. Besser nicht ins Licht der Suchscheinwerfer. Naja, das sind schon ein paar Suchscheinwerfer, die sind ein bisschen gefährlich. Und dementsprechend gibt es hier in der verwunschenen Bastion auch kleine Tricks, wie dieses Fass hier, was ich gleich verwenden wird. So, jetzt bin ich aber rubinscharf, weil die Teile will ich schon haben. Neun Fass. Hopp. Nope, not safe, ich wollte schon losgehen. Hopp. Okay, wo jetzt lang? Die kleinen Rubine sind jetzt nicht so interessant, meiner Meinung. Aber trotzdem, ich schau mal da lang.
Man könnte stehen bleiben. Ist das safe, wenn ich dort gehe? Ich glaube nicht. Ja, nur 1 Meter mach. Okay. Ich lebe noch. Ungesichtet in der gegnerischen Hälfte. Okay, das gefällt mir. Vielleicht schaffe ich es überhaupt komplett ungesichtet hinein. Das wäre schön. Oder ist das überhaupt möglich? Keine Ahnung. Aber Suchscheinwerfer sind nervig und deswegen muss ich es zerstören. So, Goku, hör mir gut zu. Du Leiter raufkletterst, erwarte dich da oben der Unhold, der dir... Oh, aber ich hab kein Schwert. Schild? Also, an deiner Stelle würde ich mit meinem Schild den Angriff dieser Schurken abwehren und wenn er seine Waffe verliert, diese schnell durch Drücken von A aufheben. Ja, okay, probieren wir mal. Wie ihr bereits wisst, spiele das Ganze natürlich im Heldenmodus. Da oben ist der Vogel. Und dementsprechend werde ich auch keine Herzen finden. Also ein bisschen problematisch ist, aber... Dem werden wir schon klar kommen. Auf jeden Fall. Ah. Okay. Zack. Erster Treffer ist schon mal drin. Wie geht's schlagen da? Ah, da ist Werf. Ups, das wollte ich nicht. Wo ist Schild da? Ups, das wollte ich nicht. Ups. Schlagen und werfen ist ein bisschen eigenartig konstruiert. Aber es passt schon. Okay, ein gratis Rubin. Und damit ist dieser, dieses Ding ausgeschalten. Für immer. Das ist voll nice. Oh, und das war eben einer dieser beiden Scherenwerfer, die was da nach unten gezielt haben. Was sehr nervig war. So, als nächstes... 2 Leben noch. Den würde ich gerne ausschütten. Kann ich da direkt rum? Na, unsichtbare Wand. Moment, kann ich? Aha. Ich sollte da drunter irgendwie hinein und dann das machen oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe übrigens gerade vergessen, wie meine Steuerung ist. Also, wie ich es eingestellt habe. Ob halten oder zielen oder sonst was. Hey, eine Schatzkiste. Aha, meins. Ich glaube, die schnappe ich mal. Was haben wir denn? Ich versuche mich gerade erinnern, aber... Ah, die Karte. Nice. Moment, ist das? Oh, das ist... Oh, ich verstehe schon. Und was haben wir da? Hallo? Oh. Oh. Moment, ist da drinnen irgendwas? Kann ich da überhaupt hinein? Tür? Anpressen, na? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Ist da drinnen etwas? Na? Ansonsten wisst ihr, wie man da hineinkommt. Aber, ja. Hab ich mich jetzt verlaufen oder was? Ich glaube, ich muss da lang. Also das ist für mich der Standardweg. Weil von hier aus weiß ich, wo man lang gehen muss. Aha, aha. Bin ich schon richtig oder so? Aha. Versuche mich noch ein bisschen orientieren. Aber solange ich mich auf dem oberen Ding da hin und her bewege, glaube ich, werde ich irgendwann richtig sein. Irgendwann. Aber zuvor ist da noch eine weitere Kiste. Denn da drinnen haben wir den Kompass. Weil es ist ja im Prinzip ein Labyrinth. Und unten auf dem Bildschirm kann ich natürlich die Karte sehen. Ich kann es euch jetzt leider nicht sagen. Vielleicht sollte ich irgendwann mit dem, wenn nicht mal das, mit dem Wii U Pro Controller das Ganze probieren, weil... Dann kann ich euch das Ganze auch zeigen und vielleicht ist es interessanter, ich weiß nicht. Für dieses Ding ist die Karte aber nicht so interessant, außer der Tatsache, dass da ein
Kreuzchen auf der nördlichsten Stelle ist und ich bin gerade ja, ziemlich weit im Osten. Ah, hinter mir ist das Ding. Aha. Bin schon ganz in der Nähe. Aber ich muss, glaube ich, noch ein paar Scheinwerfer ausschalten, weil sonst kriege ich noch ein großes Problem. Okay. Wo ist das? Okay. Mit A schlage ich zu. Warum schlage ich mit A zu? Das frage ich mich. So ein bisschen eigenartig. Okay. Besiegt. Der stört mich nicht mehr. Und er hat sogar ein nettes Item, nämlich ein Glücksamulett, das man eben in der Beutetasche findet. Und das ist immer nice. Okay. Ich wollte gerade mit meinem Gamepad herumschauen. Ich weiß nicht, was ich manchmal habe. Oh, das ist aktiv, oder? Warum ist das aktiv? Ja, dann schalt das aus. Ah, na, Moment. Habe ich mir jetzt gerade verlaufen? Ah, und das auch noch der. Den muss man nämlich ausschalten. Weil sonst kriegt man größte Probleme. Ja, ich habe mich verlaufen. Super. Na, Moment. Hä? Mein Orientierungssinn ist gerade voll im Arsch. Was ist das? Warum? Was? Ah, ich muss dort runter. Okay. Heißt, ich muss da nach hinten. Ja, genau, richtig. Ah. Verwunschene Bastion. Ich hab das mal wirklich auswendig können, dass ich da einfach durchlaufe und das passt schon und so fast Speedrun-mäßig. Das ist der richtige Weg. Ja, Karte sagt richtig. Okay, da links hinauf und ja, sehr gut. Dann haben wir nämlich alle Scheinwerfer ausgeschalten und wir haben im Prinzip freie Bahn für alles. Ah. Ups. Na gut, block hin. Meins. Ah, spinnst du? Okay, wisst ihr was? Ich bring ein paar Waffen dazu. Oh, fuck. Nein, ich muss den ganzen Weg nochmal laufen. Ja, wisst was? In dem Fall machen wir mal den ersten Cut dieses kleinen Let's Plays, weil der Weg ist schon ein bisschen lang. Und das kann ich nicht ganz verantworten, dass ich euch da auch noch zusehen lasse. Ja, die Herzen, die werden so bleiben wahrscheinlich, weil ich habe keinen Weg, diese aufzufüllen, wegen Heldenmodus. Aber egal, werden wir schon überleben. Ich sollte jetzt aber da hinein und dann den ersten Cut machen. Tja, dieses Mal mit Gefühl einfach vernichten, zuschlagen. Au, spinnst du? Okay, schnappen wir. Tja, schlagen. Na, perfekt. Gott dang it, ich hasse diese Gegner. Und werfen. Na, hüpfert. Okay. Gut, dass mehrere Waffen herumliegen. Schon wieder verfällt. Okay. Ich habe große Probleme mit zuschlagen. Und ich bin schon geschwächt. Gut, dass nur kein nerviges Gepiepse unterwegs ist. Aber. Ich schaue gerade auf meine Karte und etwas sagt mir, ja, dass sie zwei Stöcke unter mir eine Schatzkiste befinden sollte. Also da ganz unten.
und ich hoffe, dass ich dort hinuntergehen kann. Das sollte sich eine Schatzkiste befinden. Die wollte ich mir natürlich hole. Weil Schatzkisten. Ja, da drinnen wird es sein. Wahrscheinlich. Oh, eine Ratte. Eine böse Ratte. Aber das ist mir egal, weil da drinnen haben wir unser erstes Herzteil. Und ja, ich glaube, das einzige Herzteil, was man hier drinnen finden kann. Und Herzteile füllen natürlich wieder die Energie auf. Das einzige Problem, was ich jetzt damit habe, ist, dass ich wieder nach oben muss. Und das ist schwierig. Weil der Kollege, vor dem darf ich nicht gesichtet werden. Und der kommt auch noch her. Spinnt der? Die dummen Ratten sind auch noch unterwegs. Man könnte das Ganze auch ausschalten, diese Ratten, indem man da Futter hinlegt. Okay. Nein, nein, nicht da. Oh Gott. Bad timing. Ich kann mich jetzt einfach nicht bewegen. Obwohl, ich wäre vielleicht schneller, wenn ich einfach gehe und mich fangen lasse. Gut, wenn man stört. Okay, wie geht es am gescheitesten? Wenn ich am besten da stehen bleib und aufs Beste hoffe. Der dreht um? Nein. Ach Gott. Okay, warten wir mal eine halbe Stunde oder so ähnlich. Oh. Timingfenster. Gescheit sind schon. Einfach mehr so ein bewegendes Fass da nicht bemerken. Wer soll das umstellen? Er vertippt nicht versehentlich auf einen Knopf, das was Böses wäre. Oh oh. Der ist schon verdammt, ne? Okay. Bin weg. Bin so weit weg. Aha, geschafft. Ah, und da ist mein Aufstiegs-Ding. Und Gegner. What the fuck? Die können auf Wänden? Au! Spinnst du? Normalerweise laufe ich da immer durch und ich krieg keinen Schaden. Okay. Aber auf jeden Fall die obere Hälfte von der ganzen verwunschten Bastion ist ein bisschen sicherer. Und ja, es gibt im Prinzip nur noch einen Ort, wo ich hin möchte. Das ist zum Ziel. Und wenn man einfach im Uhrzeigersinn die ganze Zeit herumläuft, dann muss man ja irgendwann beim richtigen Ort sein, oder? Ist logisch. Und ja, genau das ist jetzt gerade der Plan. Ich glaube, die nächste Tür, also diese Tür, ist eh schon die richtige. Wo ich lang muss. Leider habe ich nur noch 2 Herzen, was mir ein bisschen ärgert, aber das werde ich schon überleben. Und noch so ein Ding. Okay, da haben wir noch ein Fass, das ist gut. Für den Fall, dass er mich bemerkt oder so. Okay, hat mich nicht bemerkt. Nice. Ja, die schauen nach einer wichtigen Tür aus. Denn wir kommen immer weiter. Oh, da muss ich wahrscheinlich hinauf. Okay. Die Scheinwerfer sind eh alle ausgeschaltet, also muss ich auf das gar nicht mehr achten. Das passt. Da haben wir ein Fass und ein Wächter. Super. Wo ist der beste Weg? Angst! Angst! Kannst du weggehen? Du störst! Ich kann mich jetzt nicht einmal vor der Stelle bewegen. Weil wenn ich das tue, dann habe ich ein großes Problem.
Da muss ich nämlich den ganzen Weg nochmal gehen und das ist nicht schön. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Safe. Ha, okay. Geschafft. Okay. Ah, scheiß. Wie nennt man die Teile? Moblins, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Goblin, Moblin. Egal. Auf jeden. Nein, das brauche ich gar nicht. Für den Fall, dass man nicht alle Scheinwerfer ausgeschalten hat, könntest du die Kiste da unten sehen? Das wäre sozusagen eine Abkürzung zu hier hinauf. Also wenn man die einfach nach unten schubst und ist dann schön. Ihr wisst schon das Gute. Weil normalerweise ist da auf dieser Wand da so ein Scheinwerfer. Ich glaube dieser hier wäre das. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Hä? Kann das Piratenschiff von da aus sehen? Ja. Captain Tetra, bist du denn da? Ist das Captain Tetra? Ich ziehe da an, auch viel. Mal schauen, ob ich ein bisschen das beruhigen kann. Ha. Na, kann ich nicht erkennen. Schade eigentlich. Okay. Schauen wir mal. Gehen wir mal weiter und hoffen wir dabei aufs Beste. Weit sind wir schon. Die Möwen sind auch schon da. Das gefällt mir. Das heißt, das Ziel kann nicht mehr weit sein. Ist das? Das ist doch... Oh, mein Schwert! Yay! Ah. Und der Gegner. Hopp, Schwert ist wichtiger. Ah, das verlorene Heroenschwert. Sei in Zukunft vorsichtiger. Jawohl, das werde ich. So, kurze Flucht. Und dann gleich... Zack! Hey, Moment. Du kriegst es nicht. Schau da, kriegst du wieder. Und boom! Ha, Gegner vernichten in Wind Waker. Das gefällt mir immer am meisten. Besonders, wenn ich ja selbst auch ein Schwert habe. Okay, in dem Fall würde ich sagen, zurücklehnen und genießen.